Moin Moin, in diesem Video geht es um die Prüfung von Osiris, der zweiten Destiny-Erweiterung Haus der Wölfe. Wie ihr im letzten Video erfahren habt, gibt es im Drift drei neue Verbündete. Letztes Mal stand Petra, die Vertreterin der Königin, im Fokus und dieses Mal zieht Brother Vance sozusagen die Fäden. Denn mit Brother Vance müsst ihr sprechen, um an den Prüfungen von Osiris teilzunehmen und vor allen Dingen nach euren Siegen eure freigespielten Belohnungen kaufen zu können. Nur das ist dem Enid Stark, dem Eisenbanner. Statt im Rang zu steigen, müsst ihr hier allerdings Matches gewinnen. Dafür steht euch keine ganze Woche, sondern nur das erweiterte Wochenende von Freitag bis Dienstag zur Verfügung. Euer wichtigstes Utensil wird dabei eure Teilnehmerkarte sein, die Trials Passage. Habt ihr sie bei Brother Vance besorgt, wird hier eingetragen, wie viele Matches ihr gewonnen und verloren habt. Bei drei Niederlagen ist euer Turnier gelaufen und ihr benötigt eine neue Karte, auf der alles wieder zurückgesetzt wird. Ihr müsst dann von vorn anfangen, Siege zu sammeln. Ja, und warum ist diese Karte denn nun so wichtig, fragt ihr euch vielleicht. Ähnlich wie beim Eisenbanner-Event müsst ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um bei Brother Vance einkaufen zu können. Und das sind genau die Siege auf dieser Karte. Je mehr ihr habt, desto bessere Sachen könnt ihr kaufen. Wie ihr eingeblendet seht, wird das Angebot wöchentlich wechseln. Um Siegpunkte zu sammeln, müsst ihr erstmal ein Team zusammenstellen. Wie bei Raids gibt es keinen Matchmaker, ihr müsst also zwei weitere Freunde mitbringen. Die Prüfung von Osiris werden zu dritt gegen ein Team von ebenfalls drei Spielern gespielt. Das Team, das den Gegner zuerst fünfmal besiegt, gewinnt das Match und bekommt einen gelben Punkt auf der Trials Passage. Die Verlierer dagegen erhalten einen roten Punkt. Wer das Match vorzeitig verlässt, erhält ebenfalls einen roten Punkt, also besser nicht quitten. Und was bei unverschuldeten Verbindungsabbrüchen passiert, ist derzeit noch ungewiss. Das Spiel läuft dann so, wie ihr PvP-Matches kennt. Ihr müsst eure Feinde erledigen. Eine Besonderheit ist, dass es keine Respawns gibt. Stirbt er sein Freund, müsst ihr ihn nach einem Cooldown wiederbeleben. Das gibt zugleich euren Gegnern die Möglichkeit, in Campingstellung zu gehen und euren Freund als Köder einzusetzen. Zieht sich das Match hin, ohne dass ein Team gewinnt, erscheint nach 2 Minuten ein Eroberungspunkt. Nehmt ihn ein, um zu gewinnen. Auch hier wird mit heftigem Camping zu rechnen sein. Und wenn ihr eure Trials Passage mit vielen Matchsiegen gefüllt habt, könnt ihr zurück bei Brother Vance im Riff eure Prämien abholen. Und wenn ihr besonders viel Glück habt, gibt es zwischen den Matches auch einen guten Drop. Was haltet ihr persönlich von diesem Spielmodus? Freut ihr euch darauf oder hättet ihr lieber einen neuen Raid? Schreibt doch einen Kommentar, wenn ihr mögt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir mehr über den dritten NPC im Turm und über den Spielmodus Prison of Elders erfahren. Macht's gut und bye bye.